Entschuldigt mein Durcheinander da, aber ich bin mitten im Arbeiten und habe nach mehreren Versuchen jetzt es geschafft, meinen Straßentunnel so einigermaßen so zu machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, ich habe den in mehreren Teilen auseinandergenommen, geschnitten, alles mit dem Boxen-Heißdrahtschneider und habe auch die Bögen jetzt damit ausgeschnitten. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, jetzt ist wirklich ein schöner Bogen mit kaum Unebenheiten. Jetzt muss ich das wieder zusammenkleben natürlich. Das können wir jetzt machen. Jetzt ein Buchen-Bastelkleber. Kann natürlich auch jetzt Leim, könnte man auch nehmen. Ne? Auf jeden Fall nicht einen ätzenden Kleber, der macht euch dann wieder alles kaputt beim Styrodur. Passt. Jetzt, das ist die Seite, wo das darauf kommt. So. Jetzt klebe ich diese. Warum geschnitten? Der Heißdrahtschneider hat eine Höhe von ungefähr ein bisschen mehr wie 13 cm. Ich glaube 14. Das heißt, das Stück kann nur 14 cm hoch sein. Und deswegen habe ich das in mehrere Teile jetzt da einfach geschnitten und klebe. Habe das dann für den Bogen eben zerschnitten, damit ich den Bogen auch mit dem Heißdrahtschneider ausschneiden kann. Und klebe das jetzt wieder aneinander. Was in dem Sinn kein Problem ist, das ist dann eh unter der Eisenbahn, das sieht man nicht einmal. Und weil auf der einen Seite dann das Tunnelportal kleiner sein muss, weil da ist dann die Schienen tiefer, haben wir jetzt natürlich auch da auch nur die Möglichkeit, das dort zu ziehen. Das habe ich noch einmal extra geschnitten. Da habe ich sogar ein bisschen geschliffen, damit das, weil es war mein erster Versuch, da war ich noch nicht so schön gerade. Da habe ich noch ein paar Kanten drinnen. Aber jetzt passt es gut. Dadurch, dass das dann unter der Bahn ist und unter der Landschaft ist, ist es jetzt von außen her nicht so schlimm, wie es ausschaut. Wichtig ist es, wie es von innen ausschaut. Und innen gefällt es mir jetzt wirklich endlich gut. Wenn das jetzt getrocknet ist, kommt dann das, der kleine da her, der kommt dann noch drauf und dann der große da. Und dann können wir uns auch schon wieder mit der Beleuchtung beschäftigen. Da kommen ja 6 LEDs hinein, die ich jetzt aber mit den Kabel zuerst zusammenlöten muss. Und ja, es schaut jetzt dann nochmal das Portal oder halt diese Straßentunnel mal so aus. Passt. Dass da jetzt zu dünn ist, ist auch kein Problem, weil da kommt links und rechts, kommen da ja noch Styrodor, Landschaftsstyrodor dazu. Ja, was machen wir da? Wir müssen die LEDs wieder frisch löten, weil ich die ganzen. Übrigens kann man das rausgeben, das werden wir auch tun, damit die LED selber die Hitze nicht so mitkriegt. Das sind so Halterungen, die dann Stecker, wo man dann die LEDs wieder reinstecken kann. Das tue ich dann mal raus. Passt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Lasse ich das jetzt mal. Gut, ich muss jetzt da wieder die Drähte, aber ich verwende jetzt auch dickere Drähte. Das waren so saudünne Drähte, die was da dran waren. Und die muss ich jetzt anlöten, weil das dann eine 6er-Kette LED-Licht fürs Straßentunnel sein wird. Den ich schon verwendet gehabt habe, aber leider mir das nicht zugesagt hat, wie das ausgeschaut hat. Jetzt der Tunnel selber. Und jetzt die wieder rausgenommen habe und dabei sind halt die
Drähte ein bisschen kaputt gegangen, weil sie so dünn waren, dass es extrem ist. Und naja, jetzt löten wir das einfach selber ab. Lange Worte, nicht langer Sinn. Das heißt, wir machen jetzt einmal da einen Tropfen schnell hinauf auf die erste. 400. Normal sollte man mit 260 Grad löten bei LEDs. Habe ich gesagt, jetzt habe ich. Gut, das tun wir jetzt da rauf. So, passt. Jetzt da geben wir mal mit der Krokodilhalterung den Draht dazu. Ups. Passt. Gut, dann hätten wir mal den ersten Draht, gut. Den lassen wir da jetzt wieder frei. Passt, haltet. So, was ihr sehen könnt, ich habe da jetzt auch eine Schutzhülle, die werde ich dann auch drüber geben, damit das isoliert ist. Wir gehen jetzt einfach mit dem Draht dann weiter zum nächsten, indem ich eben wieder die zwei Drähte zusammentue. So. Passt. Dann kommt wieder ein Schrumpfschlauch drüber. Sind wir weit genug runter, damit es nicht. So. Unser kleiner Alexander, der wieder sich freut, weil wieder Besuch gekommen ist. So, was machen wir wieder? Wir machen wieder eine Lötung. Der zweite Draht hängt. Passt. Und jetzt müssen wir eben immer weiter mit dem Draht immer zur ersten Steckverbindung. Und am Ende, bei der letzten Steckverbindung, gehen wir dann immer zur zweiten wieder zurück und das geht dann wieder retour zum Adapter. Gut, ich wollte euch nur ganz kurz das zeigen. Ihr seht, ich habe das einfach in einem Styrodur mit so Krokodilklammern eben diese LED-Halterungen hineingegeben, damit sich eben, dass sie das halten. Und mit den anderen Krokodilhilfsgeräten, Klammern, habe ich durch den Draht dazu. Ihr habt gesehen, ich verbinde immer die zwei Drähte, tue da auch einen Schrumpfschlauch drüber, der dann nach oben gezogen wird, damit die zwei Kontakte nicht zusammenkommen. Ja, und mit dem aus müsste das dann wieder tadellos funktionieren. Wir haben alles gelötet, die ganzen LEDs wieder in Verbindung gebracht und jetzt kommt der Test, ob die Fünfe leuchten. Jawohl, es hat geklappt. Alle fünf leuchten. Passt, jetzt tun wir das Ganze noch isolieren und dann ist es für den Einsatz bereit. Jetzt haben wir es nochmal isoliert. Also ihr könnt sehen, wie wir es mit diesem Schrumpfschlauch resoniert und jetzt mit einem grünen, also einem größeren Durchmesser noch einmal jede einzelne. Noch etwas für ganz klein, wenn Folgendes passiert ist, ihr habt das Lämpchen wieder eingesteckt, aber es leuchtet nicht, dann ist es nichts anderes, als dass ihr das Lämpchen einfach wieder rausholt, umdreht und die Steckverbindung einfach wieder verändert. Dann ist es einfach falsch drin eingesteckt. Gell? Ja, und so haben wir jetzt einmal die Beleuchtung für unseren Tunnel soweit fertig, dass man sie wieder einbauen kann. Da mache ich jetzt die Löcher für diese Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung. Hab da jetzt natürlich auch, weil ich genug Kabel habe,
die ich dann auch verstauen muss. Da schon einmal das gemacht, aber ich sehe gerade, da werden wir müssen noch ein bisschen was anderes machen. Jedenfalls, wie mache ich das jetzt da? Ich habe das gemessen und überall, wo jetzt diese Lampe kommt, fahre ich jetzt mit dieser Feile mal durch. Dass ich durch bin und sinke. Und dann auch wieder mit der Feile vorsichtig. Ups. Mache ich das Loch größer. Wenn ich das Gefühl habe, das ist groß genug, dann probiere ich es einmal. Ja, gleich noch ein bisschen. Ich tue auch wirklich jetzt immer die Lampe, die da noch reinkommt, reinstecken. Passt. Die Tür wird jetzt durchgehen. Ja, wie ihr es auch seht, die Lampe steht heraus, passt. Das machen wir dann weiter. Und dann muss ich eben noch, wie ihr seht, das einschneiden und ich sehe das, um den Kabel dann auch verstauen zu können, weil ja da kommt ja die Holzplatte schon drüber. Hat dann auch noch gemacht, aber das kann man dann ausschneiden. Jetzt, nachdem ich die Kabel alle verlegt habe, wir sehen können, ich habe sie mit Kleber verklebt, damit sie auch eben flach drinnen sind. Die Leitung geht dann da runter, haben wir geschafft. Dann müssen wir jetzt nur schauen, ob nichts passiert ist und ob der mal wieder mal auseinanderwickeln. Also jetzt da muss das Dings. Ah, also da. Jetzt schauen wir mal, ob es auch leuchtet noch. Wo wir was kaputt gemacht haben. Stecken wir es an. Genau so von der Seite. Na schau, sie leuchten. 1, 2, 3, 6 Stück leuchten. Wir haben die Straßenbeleuchtung. Und ihr glaubt, dass das schräg ist? Nein, es ist auch in der Gerade, nur der ist ein bisschen tiefer. Deswegen schaut das so aus. Aber passt. Wir haben es gelötet, zusammengelötet. Wir haben die Kabel habe ich ein bisschen zu viel gut gemeint. Deswegen ist jetzt auch das Problem, dass ich da schauen habe müssen, dass ich das alles unterkriege. Aber das Original, also von was ich gehabt habe, die waren zu kurz. Da habe ich wieder Probleme gehabt, deswegen habe ich es diesmal länger gemacht. Heute sind die Acrylstifte gekommen. Weiß, schwarz, aber ich brauche jetzt im Prinzip nur weiß. Und damit habe ich es endlich geschafft, wie ihr seht, die Straße, den Mittelstreifen so halbwegs schön zu machen, ohne dass da die Farbe irgendwie drüber gegangen ist. Was ich jetzt machen muss, damit das dann auch, wenn ich den Dunkel eben durchschiebe und einbaue, eben sich nicht verschiebt oder so, habe ich jetzt da wie gedacht, ich mache, ich schaue jetzt nur gerade, ob das die richtige Seite ist. Ich glaube, ja, passt. Ich mache das jetzt so, dass ich das mit diesen Streifen anklebe. Damit das gehalten wird.
Wenn ich jetzt dann das Ganze hineinschiebe, so schaut es dann innen aus. Ihr seht könnt, sehr. Das kann ich jetzt schön unter die Bretter da dann durchschieben. So fährt es dann. Und dann haben wir im Prinzip den Tunnel mal so halbwegs eingebaut. Und das können wir dann im Endeffekt dann auch schauen, wie es dann ausschaut, wenn das dann beleuchtet. Kabel habe ich da jetzt schon einmal durchgezogen. So im Prinzip immer bis daher. Gut, jetzt muss ich das da irgendwie hinein. Jawohl, es geht, es geht, es geht. Sehr gut. Okay, das kommt jetzt da unten durch. Da wollen wir mal schauen. Das darf ich nämlich eben gepasst. Hängt es irgendwo. So. So, das kommt so weit wie möglich darüber. Passt, so dass man das scharf sieht. Also der Straßentunnel ist einmal fertig. Er ist auch schön beleuchtet, er leuchtet schön. Schaut recht gut aus, finde ich. Okay, was ist da passiert? Ihr habt ja vielleicht in einem früheren Video gesehen, dass ich da Halterungen gedruckt habe für Z21 und für alle anderen Sachen. Leider muss ich sagen, da der Tisch immer wieder ein bisschen wackelt, hat das nicht wirklich funktioniert, ist immer wieder runtergeflogen. Jetzt habe ich mir eine Schublade sozusagen gebaut, die, wo ich da jetzt sehe, da habe ich einmal die Steckdosen. Da kann ich noch dazugeben, da habe ich die zwei Lichthubs, dann habe ich die Z21, dann die Z21 Decoder und auch den Router. Und der Vorteil ist, ich kann das Ganze hineinschieben und auch wieder herausziehen. Also es Platz mehr. Und da, der Platz ist dann für das Arduino oder zumindest Lego oder wie das bei mir heißt, der kleine Computer, der Mikrocomputer, mit dem ich dann das Licht eben regulieren werde. Ja, war ein bisschen Arbeit. Ich habe nämlich alles mit Sachen gemacht, die ich zu Hause hatte. Diese Platte mit diesen Balken, das war einfach eine Beilage bei einer Badewanne, ein Schutz, die habe ich verwendet, habe dann Bretter auf montiert und dann diese Schieben da hineingebaut, die habe ich eben schon zu Hause gehabt, die habe ich ja von meiner früheren Eisenbahn gehabt und da habe ich mir einfach mit Spannplatten, großen, dicken, ein L gemacht, wo ich das Ganze dann montiert habe. Man kann das schön hineinschieben und herausziehen. Und jetzt ist das ein bisschen ordentlich. Einzige, was ich machen habe müssen, da habe ich die Kabel noch ein bisschen verlängern müssen für die Weichen, damit das auch lang genug war. Ja, es war ein bisschen Arbeit jetzt wieder. Und deswegen bin ich jetzt bei der Bahn wieder nicht so weitergekommen. Aber ihr werdet ja sehen, was auch bei der Bahn alles passiert. Ich möchte euch danke sagen, dass ihr mein Video wieder angeschaut habt. Ihr habt gesehen, dass ich jetzt diesen Straßentunnel fertig gemacht habe, dass ich mit Beleuchtung gemacht habe. Ich werde unten noch dazu schreiben, was ich verwendet habe, jetzt das Beleuchtung. Da habe ich noch nichts mit dem Allegro oder halt Arduino gemacht. Das habe ich noch mit was anderem gemacht. Das schreibe ich unten in der Beschreibung. Aber eben, es funktioniert tadellos und dann wollte ich euch zeigen, was ich für eine Schublade gemacht habe, um eben ein bisschen Ordnung unterm Tisch zu bekommen. Danke, dass ihr eben angeschaut habt, mein Video. Ich hoffe, es war der ein oder andere Tipp dabei und auch, dass ihr vielleicht irgendwas euch gefällt, was ihr nachmachen könnt und möchtet. Und wenn ihr ein Like da lasst, oder eben
auch ein Abo, dann würden Alex und ich mich freuen, auch wenn er zurzeit eben gerade nicht dabei ist, aber das wird schon werden. Er wird ja älter und dann kann er auch immer mehr tun. Danke nochmals für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal.